Willkommen zu unserem Podcast, das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Auch wenn das viele Menschen nicht wahrhaben wollen, aber es gibt eine Hölle. Die Bibel ist eindeutig, dass es eine Konsequenz, eine Strafe für Sünde gibt, weil Gott ein gerechter Gott ist. Er, er lässt Sünde nicht einfach ungestraft. Die Bibel sagt in Offenbarung 21, Vers 8: Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Kräulen befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener. Und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die Bibel spricht von einem zweiten Tod, das ist der See, der von Feuer und Schwefel brennt, was natürlich die Hölle ist. Und das Ding ist, jeder Mensch hat die Hölle verdient, weil wir alle mindestens schon mal gelogen haben. Der einzige Weg, nicht in die Hölle zu kommen. Sondern in den Himmel zu kommen, ist durch den Glauben an Jesus Christus. Glaube an den Herrn Jesus Christus, du wirst gerettet werden. Und du und dein Haus sagt die Bibel. In dieser Folge möchte ich dir drei unbequeme Fakten über die Hölle sagen. Drei unbequeme Fakten über die Hölle. Wenn du auf YouTube unterwegs bist und auf anderen Plattformen, dann findest du viel Irrlehre. Dann werden viel, da werden viel Lügen verbreitet über die Hölle von wegen die Hölle sei nicht ewig oder die Hölle ist nicht wirklich so schlimm, ja oder die Hölle gibt es gar nicht oder Hölle ist nur Trennung von Gott und das sind alles Lügen. Ich möchte dir drei unbequeme Fakten über die Hölle sagen aus der Bibel. Die Bibel sagt in Markus Kapitel 9, Vers 43, Und wenn deine Hand für dich ein Anschluss zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das sind ziemlich harte Worte, das sind ziemlich strenge Worte über die Hölle direkt von Jesus. Also wenn Leute fragen, ja, aber was sagt Jesus über die Hölle? Nun, das ist es, was Jesus über die Hölle sagt. Dass es unauslöschliches Feuer ist. Dass es ewig ist. Was wir aus diesen Versen aber auch lernen, ist, dass es nur zwei Optionen gibt. Entweder du gehst in das Leben ein, entweder du kommst in den Himmel, oder du kommst in die Hölle. Das heißt, es gibt keine Zwischenstation. Es gibt kein Fegefeuer, es gibt kein Purgatorium. Ja? Das Fegefeuer, was die katholische Kirche lehrt, ist eine Irrlehre. Es kommt nicht aus der Bibel. Entweder... Laut der Bibel selbst gehst du in das Leben ein oder du kommst in das höllische Feuer. Du, du fährst in die Hölle, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn du in Kapitel 9 weiterliest, dann siehst du, dass Jesus das dreimal sagt. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das ist eine ziemlich ernste Sache, wenn Jesus das dreimal sagt. Der erste unbequeme Fakt ist, dass die, Hölle, dass die Hölle ewig ist. Die Hölle hört nicht auf. Was sagt Jesus über die Hölle? Unauslöschliches Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Also nur, falls du es nicht verstanden hast, beim ersten Mal, wo es heißt unauslöschliches Feuer, sagt Jesus zum zweiten Mal noch, wo das Feuer nicht erlischt. Die Hölle ist ewig, ewiges Feuer, du kommst da nicht raus, weil die Hölle ewig ist. Wenn du einmal gestorben bist, ohne an Jesus geglaubt zu haben, bist, in Hölle, bist du in der Hölle und die Hölle ist ewig ewiges, unauslöschliches Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt. Was sagt uns das? Dass jemand, der in der Hölle ist, nicht einfach verbrennt und dann weg ist, sondern er wird eben für immer und ewig brennen, für immer und ewig bestraft werden, in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Die Hölle ist ewig, nicht nur das Feuer ist ewig, sondern wir sehen in dem Vers eben auch, wo ihr Wurm nicht stirbt. Also derjenige, der in der Hölle ist, der Ungläubige, der wird nicht verbrennen, sondern der wird immer und immer weiter brennen der wird immer und immer weiter bis in alle Ewigkeit bestraft werden. Nicht nur das Feuer ist unauslöschlich, unauslöschlich, nicht nur das Feuer ist ewig, sondern die Strafe, die Qual in der Hölle ist ewig. Denn die Bibel sagt auch in Offenbarung 14 Vers 11: Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und die das Tier und sein Bild anbeten haben keine Ruhe Tag und Nacht und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. Also der Rauch ihrer Qual, es ist nicht einfach der Rauch des Feuers, sondern es ist der Rauch ihrer Qual. Der aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, wenn der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit, ja, dann muss die Qual ewig sein. Dann muss derjenige, dann müssen die Ungläubigen, die nicht an Jesus Christus geglaubt haben, die nicht gerettet wurden, die in der Hölle sind, die müssen da ewig bleiben. Die sind nicht, die werden nicht verbrannt und sind da nicht mehr, sondern die Hölle ist ewig. Sie sind für immer in der Hölle und werden für immer Qual erleiden in der Hölle, für immer Strafe erleiden in der Hölle. Und das ist ein furchtbarer Gedanke. Aber das ist die Wahrheit, das ist was die Bibel sagt und du hast den Titel gelesen. Es sind drei unbequeme Fakten über die Hölle. Die Bibel sagt über die Hölle in Lukas Kapitel 16, Vers 23, als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Ich leide Pein in dieser Flamme. Siehst du, es geht nicht darum, dass Ungläubige einfach verbrannt werden und dann nicht mehr sind, was zum Beispiel Adventisten lehren und andere komische Sekten, komische Kulte, die Irrlehren über die Hölle verbreiten, äh, Annihilation, ja, das ist eine Irrlehre, die Hölle hört nicht auf, nicht nur das Feuer ist ewig, sondern die Qual ist auch ewig. Ähm, und der Reiche, der hier in der Hölle ist, der sagt eben, ich leide Pein in dieser Flamme. Er leidet Pein, er leidet Qual, er leidet Schmerzen in dieser Flamme. Vers 23 heißt es eben, als er nun in der Hölle und in der Qual war. Also die Hölle ist eben ewige Qual. Erster Fakt, die Hölle ist ewig, ewig, nicht nur ewiges Feuer, sondern auch ewige Bestrafung, ewige Qual. Der zweite unbequeme Fakt ist, die Hölle ist nicht Trennung von Gott. Heutzutage hörst du viele Christen sagen, oh, die Hölle ist Trennung von Gott. Ja, die Hölle, sie, sie, sie sagen nie irgendwas von Feuer, nie irgendwas von Qual, nie irgendwas vom Feuersee, sondern immer nur, die Hölle ist Trennung von Gott. Gott ist in der Hölle nicht anwesend. Wenn du in der Hölle bist, dann bist du getrennt von Gott. Was für ein Quatsch, denn die Bibel sagt das absolute Gegenteil. Die Bibel sagt in Psalm 139, Vers 7 bis 8, wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Also logisch, führe ich den Himmel, so bist du da. Gott ist im Himmel anwesend, logisch. Aber es geht weiter. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Also Gott ist auch in der Hölle anwesend. Nein, die Hölle ist nicht Trennung von Gott gott ist auch in der hölle anwesend bettete ich mir in die hölle siehe so bist du auch da was wäre das für eine bestrafung was wäre das für eine qual für einen atheisten wenn er von gott getrennt ist damit bekommt er ja einfach nur seinen wunsch aber die hölle ist eben nicht trennung von gott sondern der atheist der zur hölle fährt der wird in gottes anwesenheit sein und zwar in unmittelbarer gegenwart gottes denn die bibel sagt auch in der offenbarung dass sie gepeinigt werden vor den heiligen engeln und vor dem namen sie werden vor den Heiligen Engeln und vor dem Namen, vor Jesus Christus selbst, gepeinigt. Gott ist auch in der Hölle anwesend, die Hölle ist nicht Trennung von Gott. Der dritte unbequeme Fakt ist, dass die meisten Christen zur Hölle fahren. Die meisten Christen fahren zur Hölle. Die meisten Menschen sowieso fahren zur Hölle, aber leider auch die meisten Christen, die meisten Leute, die sich als Christen bezeichnen, fahren zur Hölle. Die Bibel sagt in Matthäus 7, Vers 13 bis 14, Geht einen durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Es sind wenige Menschen, die den Weg zum Leben finden. Wenige Menschen, mit anderen Worten, die in den Himmel kommen. Aber es sind viele, die ins Verderben gehen. Viele, die zur Hölle fahren. Die meisten Menschen fahren zur Hölle. Warum ist das so? Weil es eben den breiten Weg gibt. Das heißt, all die anderen falschen Religionen. Die sagen, dass du gute Werke tun musst, Gesetze halten musst, guter Mensch sein musst, was auch immer tun musst, anstatt an Jesus zu glauben. Das ist der breite Weg, das ist was die meisten Menschen glauben, deswegen fahren die meisten zur Hölle. Der, der schmale Weg, die enge Pforte, ist der Glaube an Jesus Christus. Und die meisten Christen, die meisten Leute, die sich als Christen bezeichnen, sind keine Christen, sind nicht gerettet. Warum? Weil sie auf sich selbst vertrauen. Die Bibel sagt in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die meisten Christen werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht dies getan, haben wir nicht das getan. Mit anderen Worten, die meisten Christen, die meisten Menschen sowieso allgemein, vertrauen auf ihre eigenen Werke. Sie werden sagen, Herr, haben wir nicht das getan? Haben wir nicht dies getan? Willst du uns deswegen nicht in den Himmel lassen? Aber was wird Jesus sagen? Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich habe euch nie gekannt, sagt Jesus. Er hat sie nie gekannt, sie waren nie gerettet. Warum? Weil sie nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Die Errettung ist einzig und allein vom Glauben abhängig. Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Die Bibel sagt, dass es nicht aus Werken ist. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, ohne Werke, ohne das Gesetz zu halten, sondern durch den Glauben an Jesus Christus vertrauen auf Jesus, dass er für deine Sünden gestorben und auferstanden ist. Und die meisten Christen, in Anführungszeichen, die sind eben nicht gerettet. Die vertrauen nicht allein auf Jesus, sondern sie glauben, dass sie ihre Rettung verlieren können. Mit anderen Worten, dass sie irgendwas Gutes tun oder lassen müssen, um gerettet zu bleiben. Sie machen ihre Rettung von ihren Werken abhängig und sagen dann letzten Endes, Herr, haben wir nicht dies getan, haben wir nicht das getan. Aber was ist der Wille des Vaters? Weil Jesus sagt da, dass nur der in das Reich Gottes kommt, der den Willen seines Vaters im Himmel tut. Die Bibel sagt in Johannes 6, Vers 40, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Also konkret in Bezug auf die Errettung, auf das ewige Leben, was ist der Wille des Vaters? Dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also was ist der Wille des Vaters in Bezug auf die Errettung an Jesus Christus? Zu glauben, ewiges Leben zu bekommen durch den Glauben an Jesus Christus. Der dritte unbequeme Fakt über die Hölle ist, dass die meisten Christen zur Hölle fahren. Die meisten Christen vertrauen auf sich selbst. Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen geweißert, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Also sie sind nicht gerettet, sie fahren zur Hölle. Weil sie auf sich selbst vertrauen. Sie bauen auf ihre eigenen Werke, auf ihre eigenen Taten, um in den Himmel zu kommen. Dabei ist es so leicht, in den Himmel zu kommen. Man muss einfach nur an Jesus Christus glauben, um gerettet zu werden. Das ist alles. Es ist Gottes Geschenk, es ist kostenlos. Wir müssen nur glauben an Jesus. Und die meisten Menschen glauben nicht an Jesus, sondern sie glauben vielleicht zu 10% an Jesus, aber vertrauen zu 90% auf sich. Und wenn du noch nicht gerettet bist, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann schau bitte den, den biblischen Weg zum Himmel. Verlinke ich dir in der Beschreibung. Und ja, für dich als Christ sollte es eine Ermahnung sein, das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu retten. Die Hölle ist unbequem, aber die Hölle ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist unbequem.